Hallo. Ihr hört mich jetzt erstmal noch ein bisschen Eis essen. Und dann können wir loslegen. War natürlich eine gute Idee, jetzt noch ein Eis zu holen, aber naja. Wie geht's euch denn so? Fangen wir mal so an. Danke, danke. Ich lecke für euch mit. Oh. Schokolade auf meinem Schreibtisch. Oh, noch ein Stück. Nein! Don't schmilz! Ihr hört mich übrigens gleich auch lauter. Ich habe das Mikrofon gerade nicht ganz vorm Mund, weil sonst ist das Mikrofon voller Eis und das wäre schlecht. Sehr schlecht, um genau zu sein. Ich springe schon mal im Menüpunkt weiter. Ich hab gleich. Mega unhöflich eigentlich. Hallo. Ihr könnt ja mal die Sorte Eis erraten, die ich hier gerade habe. Als neue Wetten, das Wette. Obwohl, Wetten, das gibt's ja nicht mehr. Oder noch einmal? Zweimal? Ah, ich glaube, mit 5 nach wird knapp. Es gibt mir Zeit. Gibt mir Zeit vor allem. Es gibt mir Mühe, wollte ich schon sagen. Schön mit dieser Hintergrundmusik übrigens. Hört sich eher an, als würde ich gerade ein kleines Kind verspeisen. Oh, das ist schon ein bisschen groß. Huch. Ja, ist schon fast ein Teenager, glaube ich. Der Größe nach. Ich hoffe, es ist gut verdaulich. Sonst kann ich morgen leider nicht arbeiten. Ja, das Kind ist geknebelt. Ach Gott, wenn das jemand hört, ne? Steht gleich die Polizei bei mir vor der Tür. Was gut wäre, dann könnte ich nämlich fragen, was mit meiner Anzeige ist. Von der ich noch nichts gehört habe. Hallo Mary. Wie meine mit Sherry denn? Also ehrlich, mich so ans Messer zu liefern. Ich wollte dir erst was abgeben von dem Eis, jetzt aber nicht mehr. Oh.
Auf dem Magen hätte ich ja noch verkraftet, aber woanders hin? Ich weiß ja nicht. Aber ich spuck den jetzt nicht mehr aus hier. Der ist jetzt schon weg. So, 1 Minute Delay ist schon mal. Das ist der Wahrheit, ja. So, ich bin in den letzten Zügen. Bereitet euch also schon mal vor. Oh. Guck mal, da steht ja so, ja, was drauf. 25 Birthday. Nicht ganz. So, das Eis ist weg. Mikrofon, kommt zu mir. Hallo. Wieso hat dein PC, warum ruckelt er sich ein? Der soll das lassen. So, ich bin um geschätzte 400 Kalorien reicher, die ich total brauche. Ja, das solltet ihr erraten, Bro. Welches es war. Ihr habt es ja knacken gehört. Denke ich mal. Das war was anderes. Silber mag ich ehrlich gesagt nicht. Das ist mir zu süß. Auch zu chemisch. Gold kommt irgendwie direkt dahinter. Nein, Classic war es auch nicht. Das machen wir noch kurz, bevor wir weiterspielen. Mal gucken, wer als erster richtig rät. Na, ich bin gespannt. Ja gut, den Alkohol schmeckt man aber leider nicht so sehr raus. Ich mag ja das mit, wie heißt das? Mit Karamell und so. Ah, und wenn das jetzt richtig geschrieben wird, dann ist auch tatsächlich, da ist es auch. Mr. Masan hat gewonnen. Es war Mandel. Beziehungsweise Almond. Mandel ist ja den Magnum-Herrschaften zu oberflächlich. Wunderbar, dann können wir beginnen. Leb wohl, Magnum Mandel, du bist in mir. Perfekt. Ja, es gibt aber noch ein anderes. Es gibt noch dieses mit den mehreren Schichten. Da ist eine dünne Karamellschicht dabei. Also so eine flüssige, so eine, also nicht feste, sondern flüssige. Wir fahren fort mit The Cave, um hier weiterzumachen. Und wo sind wir stehen geblieben? War ja auch erst gestern. Genau, wir sind. Oh, Steuerung. Schön. Wir sind hier in der Pyramide gelandet, glaube ich. Ich hoffe, Pro hat ein wenig weitergespielt, damit ich hier nicht so sehr spoiler. Ist schon wieder sehr laut hier. Meine Güte. Und wir müssen weiter in unserer Höhlentour. Mit unserer Höhlentour, besser gesagt. So, die Wissenschaftlerin kommt auch mal mit. Schwupp. Und die Zwillinge. Was haben wir denn hier unten? War ich hier schon? War ich hier beim letzten Mal? Ihr wisst das wahrscheinlich. Oh. Ich glaube, wir waren hier nicht, aber wir nehmen einfach mal ein Stück Knochen mit. Natürlich. So muss das doch. Was man hat, hat man. So, und den schmeiße ich schon mal hier hin. Und dann drücken wir doch alle mal hier die Schalter um. So. Okay.
Das klappt schon mal nicht. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier irgendwas festklemmen oder so. Femur. Was ist denn Femur? Nein, du sollst da nicht hin. Du sollst das. Oh Gott, das ist aber ein fieses Geräusch. Ein sehr, sehr fieses. In die Pyramide werde ich niemals kommen. Okay. Kann ich das hier reinstecken? Ja. Nee. Hä? Okay, ich weiß zwar nicht, warum sie dafür den Knochen mitnimmt, aber gut. Wir gehen nochmal hier unten gucken. Vielleicht gibt es hier ja noch mehr. Da geht sie nämlich noch runter. Hier, 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 hier. Oh. Ein neues Stück Geschichte. Troppreis der Wissenschaft. Oh. Guck mal, wie wir hier liegen. Oh. Jetzt hat sie auf einmal wieder blaue Haare. Okay. Stimmt, beim letzten Mal. Ah, ja, ich erinnere mich. Oh. Hi. Du frisst mich bestimmt auf. Okay, ich glaube, wir brauchen den Knochen hier unten. Du hast den Knochen. Ach so, oh. Das ist ja doof. Aber ich mag doch Pyramiden. Hundi, guck mal. Anscheinend nicht. Okay. War ein Versuch wert. Gut. Dann wieder hoch. Ups. Und dann versuchen wir das mal mit den Zwillingen. Wahrscheinlich muss ich mit einer Person hier rüber. Durch das Tor durch. Und die Zwillinge halten mit zwei Leuten, mit zu viert, besser gesagt, die Dinger da oben fest. Wir probieren das mal. So, ah, Zwillinge. Da. Q. Ups. E. Naja, das ist ja seltsam, dass das hier nie funktioniert. Ich bleibe standhaft hier. Okay, das geht immer weg. Naja, dann war das doch nicht das, was ich dachte, was gemacht werden muss. Blöd. Der sitzt immer noch da. Dann gehe ich nochmal hier hoch. Wir können uns also alle so einen Knochen nehmen. Interessant. Okay. Tja, dann holen wir doch mit denen hier auch noch eine. Weiß zwar gerade nicht wofür, aber gut. Wenn das geht, dann machen wir das doch. Hopp, hopp, hopp. Oh. Das war knapp. Da hat er im letzten Moment seine Schwester noch gepackt. Okay, wir haben jetzt hier drei Knochen. Wie gesagt, ich hätte eigentlich vermutet, dass wir hier die Knochen da irgendwie reinstecken können, aber anscheinend nicht. Aber ich. Ist ja irgendwie seltsam. Hallo Troll. Schade. Okay, wir müssen was mit den Zwillingen tun. Kann ich. Wartet mal. So, wo ist denn jetzt die? Du machst hier mal. Und dann möchte ich gerne auf die Zwillinge schalten. Q. Ah, okay. You don't want to know the building permit hell I went through to build that thing down here. It does have walk-in closets. It's those small touches that make the difference when it comes time to put it on the market. Okay. Ich weiß nicht, was da unten ist. Ich gehe auch lieber erstmal nicht dahin. Hallo Troll. Habe ich das schon gesagt? Ich glaube nicht, ne? So. Okay, wir scheinen hier bei uns zu Hause zu sein. Da sind wir auf dem Bild drauf.
Und hier knarzt alles schön vor sich hin. Okay. Gehen wir erstmal nach oben. Bist du meine Mama auf dem Foto? Oder habe ich dich getötet? Wir gucken mal nach hier. Was haben wir denn hier noch? Schönes. Oh nein, ein Teddy. Ein Teddy mit einem Messer. A beautiful house in the cultural heart of Victorian London. Two loving and caring parents. What could children want more? Apparently, what they desire most is freedom. Freedom from bedtimes and chores. Freedom to run wild with no one to hold them back. We're about to see what happens when two adorable children snap. Oh, das hört sich ja schon mal nicht so gut an. Tür zu den Schlafzimmern. Die Tür ist zu. Wir machen sie auf. Leerer Sicherungskasten. Das Spiel ist sehr sicherungskastenlastig. Chuck die Pflanze. Okay. Da fängt schon bezeichnenderweise an zu regnen. Was ist das hier? Achso, nichts anscheinend. Oh, was ist hier? Oh, da ist ein Schlüssel. Das ist bestimmt der Schlüssel zum Schlafzimmer. Ich hoffe, wir müssen unsere Eltern hier nicht töten. Dachbodenluke, okay. Können wir übereinander stehen mit unserem Schatten? Nee, schade. Ja, komm. Weg mit euch. Weg mit euch. Alles abgeschlossen. Worum fürchten die sich denn? Das ist auf jeden Fall ein Telefon. Und es ist nicht für mich. Vater ist dran gegangen. Sehr gut. Dietrich ist das, ja? Terribly sorry, loves. I can't let you go out and play with your friends until you've had your supper. Your mom's making your favorite. Sausage and tater soup. If you stay inside without a fuss, I'll buy you each another pony. Oh. Das ist also unser Papa. Der ist da hinten auch auf dem Foto drauf. Klauen uns aber erstmal hier schön den Regenschirm. Ups. Ups. Mein Gott, das ist aber ein verschachteltes Haus. Ach, mit dem Regenschirm können wir doch bestimmt oben die Dachluke runterziehen, denke ich mal. Ich probiere das direkt mal. Entschuldigung übrigens für den Klingelton gerade. Der hat sich wahrscheinlich sehr penetrant angehört. Der hört sich ja hier schon penetrant an. Ups. Ups. Dachbodenluke. Wo warst du? Nein? Dann warst du hier. Und noch ein hoch. Oh Gott. Ich sehe schon, das wird... Ah. Aha. Beim nächsten Mal teuflischer. Die sehen hier ein bisschen aus wie von diesem Horrorspiel-Gedöns, was alle mal eine Zeit lang gespielt haben. Oh ja, Chuck ist auch dabei. Lose Holzdiele, okay. Was haben wir hier noch? Sicherungskasten. Da gehen wir noch direkt mal dran, nehmen uns die mit. Diesmal ohne Stromschlag, das war's gut. Ups. Aber hier hin? Nein, geht da runter. Runter. Das ist ein ganz schönes Unwetter hier. Passend zu der Stimmung in diesem Haus. Okay. Funktioniert der hier jetzt wieder? Okay, was hat das ausgewirkt? Oder worauf hat sich das ausgewirkt? Ich möchte den Dietrich haben.
Da unten war jetzt noch ein Bücherregal. Das habe ich eben gar nicht gesehen. War jetzt hier noch was? Oder habe ich... Da brauche ich irgendwas für? Okay. Und hier ist nichts mehr, ne? Nö. Okay, dann gehe ich wieder runter. Hier übrigens überall Bilder von unserem Vater hier. Das erkennt man an der großen Nase. Ich gucke erstmal nochmal eine Etage weiter unten, weil ich glaube da... Oh, Moment. Ach nee, da habe ich die ja schon reingetan, ne? Ja, das war hier. Ach, mit diesen Räumlichkeiten bin ich aber auch immer ziemlich überfordert. Ah, da komme ich nicht rein. Oh, schöne Grüße zurück, bitte. Ja, die Twitch-App ist furchtbar. Tja, so, was haben wir denn hier noch alles? Da war auch nichts mehr, da komme ich her. Da steht unser Vater. Hier geht es nur weiter nach unten. Oh, Mutter. Quiet down. You don't want to disturb the dear twins. Hebel für Speiseaufzug. Okay. Mutter, ich hab was für dich. Ah, verdammt. Wollte die Mutter doch hauen damit. Don't touch the soup, loves. You might burn your delicate little hands. Leerer Fressnapf, okay. Müssen wir da vielleicht Knochen reinwerfen? Ich gehe mal hier hoch. Da ist doch auch noch was. Wasserhahn. Wer ist hier hinter? Ist das unsere Oma oder was? Man weiß es nicht genau. Okay. Wieder runter. Den nehmen wir einfach mal mit. Ich sehe schon, ich räume die Sachen jetzt alle wieder woanders hin und dann weiß ich am Ende wieder nicht mehr, wo irgendwas gerade ist. Oh! Aua! Da ist das Hundefutter. Aber wir kommen nicht rein, weil wir nicht stark genug sind anscheinend. Wenn ich jetzt... Nee... Das bringt auch nichts, okay. Gut, dann wieder hier hoch. Was kann ich denn mit dem Hammer anstellen? Vielleicht irgendeine andere... Perhaps instead of a pony, I can buy one of those new motor carriages. They don't startle as easily or die in unexplained barn fires. Ich müsste ja eigentlich mal irgendwie die anderen zu mir holen, habe ich das Gefühl. Die Frage ist nur, wie... Auch zu stark. Das kann auch bestimmt wieder der Hilly-Billy hier mit dem Hammer. Der alte Fuchs. Mit der Pflanze können wir auch nichts tun. Tricky, tricky, tricky. Ach, das ist doch gemein. War da oben noch irgendwas? Ich glaube auch nicht. Sonst gehe ich gleich mal zurück und versuche, ob ich mit dem Hammer irgendwas richten... Oh, mit dem Hammer irgendwas richten kann. Hier vielleicht. Aha. Okay. Und jetzt habe ich den Dachboden repariert. Vielleicht muss ich da irgendwas drauf platzieren, das fliegt dann hinten durch. Ja, verprügelt ist. Okay, ich möchte nochmal nach... zu den anderen. Ah, da waren nicht die anderen. Oh mein Gott. Demnächst zeichne ich mir diese Wege hier mit. Kam ich hierher? Ich glaube schon.
Yep. Oh. Au. Was eigentlich, wenn ich hier ganz... Ist hier unten noch irgendwas? Ich probiere es jetzt einfach mal aus, ne? Ah, da ist der Wachhund. Okay, wo habe ich die anderen? Die kommen jetzt ja hier nicht durch. Kann denn... Nee, das wird auch nie funktionieren. Ich komme ja da nicht hin mit den beiden hier. Gut, dann gucke ich nochmal nach da irgendwo. Hui. Was kann ich tun? Wahrscheinlich ist die Lösung wieder verteufelt nah. Meine Gedanken ganz woanders. Was denn hier ist die Sicherungskasse. Dann funktioniert das nicht, wenn ich den rausnehme. Okay. Wo habe ich denn den Knochen hingeworfen? Ich wusste, dass ich den irgendwann... Irgendwas werde ich hier suchen und damit fängt es erst an. Hier war es nicht. Hier war das nicht. Diese Apps sind aber auch meistens sehr anfällig insgesamt. Troll sieht es. Warte mal, warte mal. Bodenplatte ist da oben gewesen. Was ist hier? Da oben ist das. Wo ist denn der Knochen? Ihr dürft mir übrigens auch gerne Tipps geben, ne? Solange sie nicht das komplette Spiel vorhersehen. You know I'd let you go out. Da ist der Knochen. But your mom is almost ready with our supper. Wo ist denn unser Hund? Please stop barking. You know what happened to the last dog that barked too much. Warum können wir denn? Be dears and do fetch him his dog food. Bleibt ihr mal hier. Haben die jetzt wieder losgelassen? Die haben wir losgelassen, oder? Ach Manu. Das sollte doch aufbleiben hier. I think your dog would rather have some delicious dog food. Your father put it in the basement. Okay, die Dachreparatur war nicht unnütz. Aha. Runter. Okay. Dann lass mich nochmal nach oben gucken, was da jetzt alles genau war. Das gucke ich mir doch nochmal vom Namen an. Okay, so. Das war also nicht unnütz hier oben. Kann ich die Kiste mitnehmen? Aber was sollte mir die Kiste bringen? Ich probiere es einfach mal. Kann ich die nach unten schieben und dann... There goes the fine china. Ah. Oh. There Ouch. Goes the broken china. Na, komm. Steh mir nicht im Weg. Oh.
Okay. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir sie hier oben brauchen. Ah, muss ich die ganz unten runter und da mit dem Aufzug hoch, oder was? Wartet, wartet. Ich probiere das aus. Wir haben ja Zeit. Das dauert ja auch nicht lange hier. Uiuiui, da wird unsere Mutter sich freuen. Guck mal, wir haben schönes China-Porzellan. Are you kids building a fort? Ja, ja. So cute. Hi, Mutti. So. Ah, danke für den Hinweis, Troll. So weit denke ich gar nicht. Das ist mir schon... Siehst du? Ich denke auch nicht mehr so weit, dass ich hier gar nicht von hier gerade gekommen bin. Ich auch. Ich mache das demnächst auch so. Beim letzten Mal sah ich ja echt aus, als hätte ich, keine Ahnung, mich geprügelt währenddessen. Aber aufs Übelste. Immer diese IKEA-Sachen, die einem alles einquetschen. So, jetzt müsste doch eigentlich hier was rauskommen, oder? Wo ist denn jetzt auf der zweiten Etage? Ist das jetzt noch weiter oben gelandet, oder was? Warum denn? Wo ist denn die zweite Etage? Das müsste doch jetzt eigentlich hier sein. Hallo, Pling. Kann man den nur von unten öffnen? Aus. Jetzt er wieder an. Wie kriechen das Ding denn jetzt auf? Oder kann ich da mit dem Hammer gegen? Auch nicht, oder? Hier wird mir auch gar nichts angezeigt zum Interagieren. Es macht keine schönen Geräusche und man hat hinterher weniger Deko, vor allen Dingen. Mit Scherben lässt sich ja wunderbar dekorieren. Ich hätte jetzt gerne mein Paket da oben. Please, stop your barking. You know how much the twins hate that barking. Would you two be dears and do fetch him his dog food? Ah, jetzt ist es auf 3. Müssten wir vielleicht das Ganze auf die 3 bringen? Ich hoffe es doch jetzt mal. Habe ich gar nicht gesehen gerade, dass man da noch höher kann. So, einmal hier hin. Und dahin. Gut, manche sagen, sie bringen Glück und die anderen sagen eher das Gegenteil. Zumindest auf bestimmten Ebenen. Ah, da ist meine Kiste, endlich. Hätte ich mal früher hingucken können. Jetzt aber. Aha. Tschüss, Jack. So, wir hangeln uns hier anscheinend mal lang. The smell of rotting sewage floating in the Thames. Thick industrial smoke choking the air, and horse manure piled high on every street corner. Ah, it must be springtime in London.
Schön. Oh. Oh. Hui. Da bin ich etwas zu weit gehüpft. Oh. Okay. Kommt, stellt euch nicht so an, Kinners. Oh. Das sollte ich doch vielleicht erstmal ausmachen, oder? Das ist doch auch wieder eigentlich ein Job für den Hinbilly, der den Atem anhalten kann. Oder? Die Frage ist trotzdem noch, wie bekomme ich die denn hier hin? Kann ich hier rüber? Nee. Ah, okay. Ah, ich bin noch ein Vollhorst. Ein Vollhörstchen. Wir wissen jetzt zumindest schon mal, dass wir hier hin können. Das ist doch gut. So. So. Und jetzt hier runter. So. Oh. Das war Bad Luck. Okay. Ich schätze aber fast, dass ich hierfür ja noch irgendwas brauche, ne? So einfach geht das ja hier nicht auf. Kann ich das Tor vielleicht mit dem Hammer aufschlagen? Ist jetzt natürlich ärgerlich, dass ich den nicht mitgenommen habe. Aber was will man machen? Was will man machen? Wo habe ich den denn liegen gelassen? Ich glaube, da oben. Es ist erst Pech, wenn es dick und schwarzflüssig ist. Schwarz und dickflüssig. Das stimmt wohl. Da können einige Märchenfiguren ein Lied von singen. Okay, wir nehmen den Hammer einfach mal mit. So. Schadet ja nicht. Solange wir hier rumklettern können, ist alles in Ordnung. Och Mann, stellt euch doch nicht so an, Kinders. Das funktioniert nicht. Da sterben wir auch. Das war jetzt unbeabsichtigt, ehrlich gesagt. Mann! Steuerung. Geh mir nicht auf den Sack. Okay. Ich mache das nicht extra. Ich stoppe weit vorher. Das heißt, ich kletter jetzt hier ganz vorsichtig hoch. So, so, wartet. Okay. Ich kann ja jetzt hier auch die Türe nicht aufmachen. Kann ich jetzt mit dieser Ische hier runter und dann hole ich mir den Hammer, wenn ich den da runterfallen lasse? Oh, nein. Bleib hier. So. Okay. Schön. Lasst los! Ihr sollt den Hammer loslassen. Verdammt mich noch einmal. Sie tun es schon wieder. Also, gleich ist es zappenduster hier. Tja. Ich kann den Hammer ja eigentlich hier hinlegen, aber das nützt ja jetzt hier auch niemandem, ne? Oder? Nö. Hammer, 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 nein. Achso. Ich muss mal eben ganz kurz testen, ob ich wieder rausgeflogen bin. Nein. Mann, ich habe nichts gedrückt. Nee, ich muss nur testen. Alles in Ordnung. Mann, jetzt bleibt doch mal hier oben, ihr Scheißkinder. Oh, ich raff das nicht. Warum rennen die denn hier einfach los? So. Tja, das funktioniert wohl nicht, ne? Was ich hier vorhatte. Das ist schade. Sehr schade, ehrlich gesagt.
Aber ich möchte auch die anderen dabei haben. Tja, das nützt mir ja jetzt hier alles irgendwie gar nichts. Da ist immer noch der Knochenhaufen. Und hier unten ist der Köter. Hä? Warum geht das jetzt? Okay. Habt ihr noch Tipps? Tipps für mich? Ich habe auch eben der Mutter nicht zugehört. Ich gebe es zu. Was hat die gesagt, was mit dem Bellen ist? Mit dem Gebell? Topf mit Suppe. Please don't touch the soup, my dears. I have all the ingredients just like them. I think your dog would rather have some delicious dog food. Your father put it in the basement. Der Hund sieht angeleint aus, ja. What was that crash I heard upstairs? Aber wo angebunden? Eigentlich ja hier irgendwo in der Hütte, ne? Nein, jetzt leg den Knochen da mal hin. Komme ich da rechts runter mit den Zwillingen? Ach nee, da muss ich durch die Türe durch. Oder kann ich von oben mich da runterhangeln? Wahrscheinlich erst durch die abgeschlossene Türe. Schütz mich jetzt immer hier runter. Da, ich muss also unten irgendwie durch die Türe kommen. Aber dafür brauche ich ja den Hunde-Dingsbums-Futter-Gedöns. Ach Mensch. Okay. Ja, aber wie? Kann ich die Kellertüre? Habe ich doch eben getestet, oder? Ob ich die hier kaputt schlagen kann? Nein. Was machst du? Dahin. Die kriege ich ja nicht auf, die Kellertür. Lass mich rein! Lass mich rein! Okay, irgendwie muss ich also hier die Tür öffnen. Und zwar mit dem Dietrich. Und der Dietrich ist oben in dem Zimmer, in das ich aber auch nicht reinkomme. Das so viel weiß ich ja schon. Das. Also. Ich, Terribly sorry, loves. I can't let you denken können, dass ich die Tür aufbrechen muss. Had your supper. Your mom's making your favorite. Sausage and tater soup. Ja, aber in das Schlafzimmer komme ich ja nicht. Ach nee, das war die falsche Tür. Die Zwillinge in den Speiser aufzuhören, ich glaube nicht. Zumindest kann ich mit dem nicht interagieren hier. Der ist ja jetzt auf dieser Etage hier. Seht ihr? Weil ich hier auch schon irgendwas aufbrechen muss. Da oben ist nämlich auch was dran. An der Tür. Auf dem Dachboden war nichts mehr. Eigentlich muss ich irgendwie in den... Seht ihr, da rechts ist ja der Kamin. Da muss ich von oben irgendwie rein und dann... kann ich mich wahrscheinlich hier langhangeln. Die Frage ist nur, ich nippe ja ab da oben. Entweder ich habe das eben wieder nicht richtig gemacht oder...
Es gibt einen Trick oder so dabei. Ich dachte ja eigentlich, wir könnten hier irgendwas mitnehmen, damit wir den Ofen unten ausmachen können. Ja, ja, genau, das ist der Kamin. Da bin ich ja eben schon mal reingefallen von oben. Ich habe das Gefühl, wir brauchen einen Eimer oder irgend so ein Gefäß. Okay, warte. So, Speiseaufzug. Ah, okay. Okay. Danke. Hä? Oh. Kaput. I might be going out on a limb here, but I don't think those kids are as sweet and innocent as their pasty white skin and vapid, soulless eyes devoid of life would suggest. Okay. So, jetzt haben wir den Nachttopf. Ja, dann würde ich sagen, den füllen wir jetzt mit Wasser und machen den Kamin aus. Den Geist kann ich ja nicht nach unten bewegen. Ich kann ja nur die Zwillinge steuern. Wenn ich das anhab. Ich denke jetzt mal fast, dass wir hier diesen Nachttopf mit Wasser füllen müssen. Und dann von oben den Kamin ausmachen. Und dann könnten wir ja eigentlich darunter klettern. So. Ich probiere es einfach mal. Aber das mit dem... Da wäre ich ja nie drauf gekommen, wenn da keine Interaktionsfläche oder so ist. Das ist ja ganz schön... Also, so schwer ist, aber... Monkey Island nicht. Okay, es hat auch die Mechaniken nicht davon abgesehen. Hoch hier. So wie wir hier laufen, müssten wir eigentlich jetzt schon das ganze Wasser verkippt haben, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen kannst du es ja auf mehrere Weisen durchspielen, mit mehreren Figuren. So, wir klettern mal hier hoch. Das geht. Ups. Dann probiere ich das jetzt mal. So. Und hier ist jetzt nämlich der Kamin. Wenn ich das... Ah, seht ihr? Aha. So, und dann klettern wir jetzt hier mal runter. I'd make a Mary Poppins joke right now, except that it's not a, and I don't want to get sued again. Okay, wir fallen hier Gott sei Dank nicht runter, aber sind jetzt hier in diesem wunderbaren Zimmer und nehmen den Dietrich mit. Okay, dafür brauchen wir den anscheinend schon. Well, the twins have the run of the house now. What kind of mischief will they get into next? Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Keller. Oder, nee, ich schließe erstmal hier alle Türen auf. Bücherregal und da ist ein Kamin. Look, I don't want to stereotype here, but has there ever been a set of twins that weren't evil? Wir gucken uns das nächste an. Das sollte reichen. Rattengift. Und zwar Rattengift in Verbindung mit dem Hund, so wie es aussieht. Dann suchen wir das doch mal. Okay, hier waren wir schon. So. Vater, ich hab deinen Schlüssel. Edge. Verzeihung, den Dietrich.
Okay, das haben wir auch. Hallöchen. We have now reached the grimmest part of our grim story. For that small box shoved into the corner is the ticket out of this house for the twins. Let's watch, shall we? If you dare. Okay, da ist schon mal das Rattengift. Das heißt, wir müssen den Hund töten. Aber vorher das ganze Ding hier ausschalten. Was haben wir denn noch da? Wir hätten noch einen Hammer. Den haben wir ja bisher nicht genutzt, aber ich würde fast schätzen, dass wir nach da unten müssen. Und entsprechend das, kann ich hier runter? Was ist denn hier? Nee, kann ich nicht. Schade. Ich denke mal, wir müssen da runter und das, ne, Rauscheding da absteilen. Hi. Please, stop your barking. You know how much the twins hate that barking. Okay. Der frisst da jetzt schön was. Jetzt ist nur die Frage, muss ich den hauen oder was? Ah ne, jetzt kann ich mit den anderen da unten vorbei. Haha. Nummer uno. Du kommst auch mit. Nein. Stimmt, mit dem Hammer habe ich schon. Nein, das war eins zu kurz. Dahin. Hi. Ups, ich gehe schon mal hier runter. Was gibt's denn hier Schönes? Ah, hier gibt's... Ah, da müssen wir am Ende wahrscheinlich weiter. Wenn wir hier alles kaputt gemacht haben. Ups. Ups, nein, das war... Da. Dampfventil aus. Zwillinge. Hallo, Lele. Rat poison. You know, if one were to examine this box of rat poison carefully, the instructions would read... One small thimbleful added to food will cause intense, horrifying, and excruciating death. Side effects include tingling, blurred vision, occasional dryness of the mouth, and getting to go outside and play. Okay, wir wissen also, was zu tun ist. Wir müssen unsere Eltern vergiften. Gibt's denn hier noch was? Ich guck mal eben. Bevor wir wahrscheinlich zur anderen Seite müssen. Gehe ich doch hier nochmal hoch. Damit ich hier nichts verpasse in der Ecke. Okay, was ist das? Okay. Kann das vielleicht unsere Wissenschaftlerin hacken? Mal schauen. Wenn ich schon mal hier bin. Nee. Gut, vielleicht müssen wir da sowieso hin. Ich aktiviere die Zwillinge und wir kippen mal hier schön das Rattengift rein. Mutti. Ups. Oh dear. Oh, this soup is for us, not the rats. Oh, go play with that rat poison somewhere else. Okay. Dann hier. Vergiftetes Hundefutter haben wir. Jetzt brauche ich noch... Mutter singt in Ruhe. Alles klar. Das heißt, wir müssen doch den Hund vergiften, aber ja, wo habe ich denn jetzt Knochen hingeworfen? If you stay inside without a fuss, I'll buy you each another pony. Wo hab ich denn das Knöchelleinchen? Ups. Tja, wo habe ich den jetzt abgelegt? Das ist ja wieder typisch hier.
Wie immer ein einziges Rumgerenne. Hab ich den hier hingelegt? Nein? Okay. Da. Nein, das war die Sicherung. Ich wollte aber eher den Knochen haben. Hundi. Muss ich jetzt von der anderen Seite hin, oder was? Hier komme ich aber überall nicht durch. Das heißt, ich muss mit den anderen wahrscheinlich dahin. Nee. Oh, das war ein Arschplatscher. Treffer versenkt, sage ich da nur. Okay. Da schläft er. Okay. Wie geht ihr denn da jetzt an das Hundefutter ran? Ist die Frage. Ah, okay. I don't want to upset the twins, like the last dog did. Ha! Soup is ready and it smells delightfully delicious. Why don't you two darlings go wash up for dinner? Don't take too long or we might start without you. Ich würde sagen, dann brauchen wir doch mal erst recht lange. Mutti, isst ruhig schon mal. Papa, essen. Nein, Iggy ist bisher nicht da. Your mom has made some delicious smelling soup for dinner. Why don't you two go wash up? Then we can eat. Okay, muss ich mir jetzt echt noch die Hände waschen? Ich will ja davon gar nichts essen eigentlich. Aber anscheinend müssen wir das. Dann machen wir das doch mal. Hoffe ich doch. Sonst musst du ihn mal anpingen, Lede. Wasserhahn? So, wir waschen uns mal die Hände. Doing as they're told? The twins might be turning over a new leaf. Oh oh. Oh oh. You see, this is why I never had kids. Well, that and being a cave with no real form of reproduction. But that's beside the point. The point is, the twins, well, I don't know if there is a point to their madness. But they may find their newfound freedom comes at a cost greater than they're capable of imagining. And as with the rest of our travelers, and perhaps even you, I guess only time will tell. Shall we continue our journey? It's been so enlightening thus far. Ooh, I can't wait to see what happens next. Schön. Da haben die Zwillinge aber mal ordentlich zugelangt, würde ich sagen. Tja, es waren einmal unsere Eltern. Bisschen Schwund ist ja immer. Aber wir können endlich hier raus. Achso, dafür müsste ich aber erstmal hier den Schlüssel mitnehmen. Schlüssel, ich glaube, der liegt noch eine Etage drunter. Ich frage mich nur, warum hier zwei Höhlenausgänge sind. Beziehungsweise einer unten und dann der rechte da und dann links. Und hier und so. Ja, gut, ich schließe hier erstmal wieder auf. Vielleicht treffen wir jetzt die anderen wieder. Oh. Huch.
Lele pinkt niemanden an. Ich glaube ja, hier gibt's echt Bonusmeilen in dem Spiel. Ich möchte gerne hier durch, aber ich weiß nicht wie. Oder habe ich hier wieder die falschen Charaktere für? Der pocht auch irgendwas. Wo bist du denn? Du bist noch da. Wir müssen die gute Dame ja... Ach nee, die gute Dame kommt ja dahin. So. Aber ich glaube, wir müssen eh nach links. Aber trotzdem würde ich gerne wissen, was es hier hinten gibt. Was das soll. Schade. Naja, dann gehen wir halt wieder nach links. Schon wieder einen schönen Arschplatscher gemacht. Und jetzt muss ich hier wieder alle rüberholen. Ach, guck mal, die sind mitgelaufen. Das ist ja praktisch. Zwei. Und drei. Ach so, jetzt bleibt die Türe offen. Ah, hätte ich ja gar nicht so rennen müssen. Oh. Mann, die Zwillinge sind aber auch immer sehr, sehr, sterbanfällig. Ah, jetzt... Ah. Aua. Jetzt habe ich mir gerade wehgetan. Wo sind wir hier gelandet? Ah, the zoo. Oh. Observe nature's wondrous and terrible beauty. Safely imprisoned behind unbreakable steel bars. Na, da bin ich mir ja nicht sicher, ob die unbreakable sind, ehrlich gesagt. You aren't getting away this time, beast. Okay. This place is a nightmare. I hate zoos. No, I never like zoos. Never. Wie, die Zwillinge sind jetzt tot? Der steht tot. Ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht mit allen hier. Okay, da sollte ich, glaube ich, auch nicht reinfallen. Sonst ist der nächste hinüber. Oh, schöne Musik. Ich habe so ein bisschen Angst hier. Okay. Beast Hunter Podcast, Day 541. The Crystal Cave Monster escaped again. She's still hungry, so I'm camped out near her favorite food. When I hear her shriek and roar, the hunt is on. Oh, blast. This worthless gizmo is out of batteries. Hey, who are you? Don't touch those hot dogs. Oh. Ich möchte auch gar keine Hot Dogs haben. Ich nehme das hier. Und geh lieber. So wie es aussieht. Ah, ich muss ganz kurz was trinken. Ja, ich dachte eigentlich auch, dass niemand stirbt in der Höhle. Aber das scheint ja doch nicht ganz richtig zu sein hier. Okay. Was haben wir denn hier noch alles? Ah, ein weiteres Zeichen. Der Gier erlegen. Okay. Oh, was heißt das? Keine Musik, ansonsten... Oh. Ansonsten stürzt hier wahrscheinlich alles ein. Okay, ich dachte schon... Oh, look, they're safe after all. Surely there are no limits to the charity and altruism this pair can bring to the world now that they've been reunited. Okay. Das heißt, das Monster frisst nicht alle auf, sondern spuckt sie irgendwie wieder aus.
Sehr gut zu wissen hier. Oh, kann ich denn hier hochklettern? Es ist zu hoch für den Hillbilly. Naja. Nee, ich wollte schon sagen. So hoch ist es nicht. Was ist das denn hier? Oh, ich kann es zumindest irgendwie mitnehmen. Ups. Hoch mit dir, hoch mit dir. So. Dich nehme ich auch wieder mit. Okay. Nein, lass los. Oh, das war knapp. Die Frage ist ja, wohin? Ach Gottchen, da ist er jetzt daneben gefallen. Amateur. Ach Gott. Er stirbt also immer, wenn er hier runterfällt. Alles klar. Zwillinge, ihr seid da dezent im Weg. Obwohl, ach doch, da muss ich hoch. Zwillinge, Zwillinge. Da, so. Und jetzt wird hier nochmal geschoben. Oh, da unten sehe ich noch was für die Zwillinge. Hebel. Ja, was bringt mir jetzt gerade noch nicht so viel, glaube ich. Deswegen lassen wir die erstmal wieder runter. Oh. Ah, these three. I had high hopes when they first arrived, but you'd be surprised how useless a clown can be in a high-pressure life and death situation. Okay. Das ist ja lecker hier. So, was haben wir denn hier? Eine leere Batterie, alles klar. Pro-Tip, that battery probably needs a charge. Its owner hasn't had much chance to maintain it recently. Clown? Hat der irgendwas zu... Schön. Wie sich hier über die Tote lustig gemacht wird. So, ich nehme mal nur die Batterie mit. Dankeschön. Ihr seid ziemlich tot, von daher ist es egal, ob ich die euch klaue oder nicht. Was ist denn hier unten noch? Ah ne, da komme ich her. Was ist da oben noch? Ah. Unzählige Angebote. Nehmen Sie bitte diesen Koffer mit Geld. Danke. Kommst du zu uns? Genau. Grüß dich. Ach, Gottchen. Ja, ja, komm. Wir haben jetzt also eine Batterie. Und an diesem Viech komme ich schätzungsweise nicht vorbei. C. Was denn? Nö, ich glaube, wir brauchen hier bestimmt die Batterie für. Das ist aber jetzt ohne Strom. Okay. Wo ist denn unsere Wissenschaftlerin? Ach so, auf die kann ich jetzt... Moment, was ist hier los? Tastatur? Wartet mal eben. Ich glaube, meine Tastatur ist schon wieder ausgefallen. Wartet. Ne, hier geht sie noch. Wartet. Das ist jetzt ein Test, um meine Tastatur zu testen. Die noch funktioniert. Hallo? Aber nicht im Spiel. Das ist ja seltsam. Okay, wartet. Ich muss eben das Spiel neu starten. Ich habe das Gefühl, hier ist irgendwas abgeschmiert. Okay. So, ich probiere es nochmal. Wo ist es denn? Spiel? Cave? Hallo? Da. Da ist es. Ja, das war jetzt, wie gesagt,
Nicht, dass ich hier irgendwie rausgeflogen bin, sondern weil meine Tastatur nicht mehr reagiert hat im Spiel. Und ohne Tastatur spielt es sich sehr schlecht. Wir probieren das mal. Cave wird gestartet. Ich hoffe, er hat gespeichert. Sonst werde ich beim nächsten Mal an der Stelle weiterspielen. Es tut sich jetzt gerade gar nichts. Hallo? Und wir warten und warten, was passiert. Dauert unnormal lang. Ist gerade irgendwas mit Steam los? Zufällig? Mach das, Lele. Nö, Steam funktioniert. Komisch. Übrigens, Game Dev Tycoon ist schon wieder im Angebot. Wer es noch nicht hat und gerne haben möchte, zuschlagen. Irgendwie reagiert hier gerade das Spiel nicht, was mich sehr verunsichert. Weiß ich nicht, aber das Problem ist, dass sich das Spiel gerade nicht öffnet. Ich mach's nochmal an. Wo bist du denn? Da bist du. Nö. Da, Steam konnte ihre Dateien für The Game nicht mit Steam Cloud synchronisieren. Wenn Sie diese Anwendung auf einem anderen Computer gestartet haben, stimmen Ihre Anwendungseinstellungen bzw. Ihr Fortschritt nicht mehr mit den Daten in Steam Cloud überein. Okay, ich breche das mal ab hier. Was ist denn hier los? Steam. Ich werde mal eben Steam ausmachen. Nochmal starten. So, wir probieren es nochmal. Tja, ich kann mich irgendwie gerade nicht bei Steam anmelden. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ah, das ist natürlich nervig jetzt. Steam ist derzeit nicht verfügbar. Tja, meine Lieben. Ich würde sagen, dann mache ich hier erstmal aus, weil, Steam funktioniert gerade nicht und wenn ich nicht speichern kann, ist das Ganze ziemlich schwachsinnig. Beziehungsweise müsste ich dann wahrscheinlich von neu wieder anfangen oder sonst was. Das ist ziemlich blöd. Aber mich beruhigt ja schon, wenn, falls ihr auch Probleme habt damit. Das, jetzt geht's an. Okay, wartet mal. Steam sagt mir Bad Gateway, wenn ich es versuche, mich da einzuloggen. Gut, wir machen das hier mal aus, so. Das ist seltsam, sehr, sehr seltsam. Tja, meine Lieben. Steam offline. Okay. Pling. Tja. Beende ich mal Steam. Genau, schaut mal, ob das funktioniert bei euch. Also bei mir steht die ganze Zeit, Steam wäre offline, ich kann mich nicht anmelden, beenden. Jetzt stand auf einmal, wird hergestellt und schwupp war es wieder weg. Ja, Miss Summerson, du hast verpasst, dass Steam bei mir gerade nicht funktioniert.
Ich weiß nicht, ob das allgemein ein Problem gerade ist oder nur bei mir. Tja. Bei dir geht es wieder, okay. Vielleicht ist da gerade irgendein Server abgeschmiert bei denen. Ja, aber das Blöde ist, es muss ja irgendwie mit Steam auch funktionieren. Beziehungsweise habe ich halt keine Lust, dass er nicht speichert hinterher und... Wartet, ich muss mal eben was gucken. Tschau, tutu. Ja, trotzdem ist das gerade sehr unschön von Steam. Ich mag das nicht. Okay, vielleicht funktioniert es jetzt wieder. Allerdings habe ich mein Passwort vergessen. Oh Gott. Abbrechen. Die Frage ist, warum speichert er mein Passwort jetzt nicht? Das ist ja... Nö. Okay, ich würde sagen, ich mache den Stream erstmal aus. Ist ja eh schon lange genug gewesen. Und spiele beim nächsten Mal weiter. Ich muss hier gerade mal gucken, was das ist, was hier abgeht. Weil irgendwas ist hier gerade generell komisch. Deswegen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Mal gucken, wann es damit weitergeht. Ich hoffe doch bald. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es hoffentlich wieder funktioniert insgesamt. Bis dahin. Tschüss.